Ja, moin Leute, hier ist wieder Seta von theyoungfamily.de und ich mache heute ein kleines Informationsvideo, und zwar geht es um Minecraft. Seit heute, dem 19.10.2013, kann man halt Minecraft halt auch per Paysafecard kaufen. Ab circa 15 Uhr ging das jetzt schon. Ich habe mich jetzt schon mal bei Mojang eingeloggt mit meinem Account und sowas und habe das überprüft, und es ist tatsächlich ein Button da, wo man halt PaySafeCard ankreuzen kann. Ich werde euch das gleich zeigen. Ich werde aber mit Absicht nicht hochscrollen, weil da mein privater Name steht und den werde ich euch nicht zeigen. Und da ich ihn nicht ausblenden möchte oder irgendwelche ähnlichen Sachen gerade schneiden möchte, sondern halt für euch ein kurzes, knackiges Informationsvideo machen will. Wie gesagt, ja, um alle Informationen über unseren Server halt zu erfahren, könnt ihr gerne auf theyoungfamily.de halt, seht ihr hier oben, halt gehen. Dann kommt ihr auf unsere Startseite, könnt euch gerne anmelden. Hier seht ihr die Server-IP zum Beispiel oder wer gerade im TS online ist. Und hier seht ihr halt, wie gesagt, wie viele Leute halt online sind. Oder die neuesten YouTube-Videos von uns sozusagen. Ja, wie auch immer, halt. Ihr könnt halt auf Mojang euch dann einloggen, registrieren, halt mit dem Namen, den ihr wollt, mit dem Accountnamen, und dann halt auf Giftcode oder halt auf den anderen halt, halt klicken, um euch das zu kaufen halt. Ja, mir fällt gerade der Name. Ja, dann, wenn ihr dann alles eingegeben habt und ähnliche Sachen halt habt, wie ich score jetzt wie gesagt nicht hoch, ihr seht, das ist halt original Mojang halt Seite, ist eine HTTPS-Seite, Account mojang.com, /buy/Minecraft Agent, also seht ihr hier wie gesagt, und dann könnt ihr halt runter scrollen und habt normalerweise halt PayPal, Sofortüberweisung, Mastercard oder Visa halt gehabt, wo ihr jetzt neu habt PaySafeCard. Wie gesagt, ihr seht, dass das ab heute neu. Ja, das war es jetzt eigentlich wie gesagt zu Minecraft. Bei Interesse oder sowas könnt ihr gerne nochmal auf meinen YouTube-Kanal vorbeischauen, wo ihr halt alle neuesten Infos halt zu Minecraft und zu unserem Server halt erfahrt. IP findet ihr hier auch meistens in den Videos, wenn nicht halt definitiv in der Videobeschreibung. Ja, alles andere, wie gesagt, könnt ihr uns gerne noch auf unserem TS besuchen, ts.youngfamily.de. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das geholfen. Wenn es euch gefallen hat oder so, könnt ihr mir gerne ein Like hinterlassen oder einen Kommentar. Danke, das war's. Ciao!